Die Lady Lions aus Zürich hier in Blau und der ECDC Memmingen hier in Weinrot eröffnen dann am Samstag mit ihrem Supercup-Spiel die europäische Frauen-Eishockey-Saison. Das erste Bulli und von Beginn an setzte der Schweizer Meister den deutschen Vizemeister unter Druck. Insbesondere gegen die Paradereihe der Lady Lions um Angela Taylor, hier oben rechts Christine Meyer, Anguck, Melanie Hefliger, Eva Schwärzler und Sabrina Zolliger, deren Name jedoch nicht auf dem Spielberichtsbogen stand, konnten sich die deutschen Gäste teilweise kaum aus dem eigenen Drittel befreien. Immer wieder war es Franziska Albe im Memminger-Tor, die für ihr Team retten musste. In der 8. Minute war sie dann allerdings machtlos. Eva Schwärzler, nach Schuss von Melanie Hefliger, erzielte die Zürcher Führung zum 1:0. Nur selten konnte Memmingen wie hier mit den Neuzugängen Mary Restuccia und in der Mitte Alexandra Blum Entlastung herbeiführen. Nach diesem Foul am oberen Bildrand von Larissa Svikul musste diese in der 10. Minute auf die Strafbank, was Eva Schwärzler nur Sekunden später mit dem 2:0 für Zürich bestrafte. Auch danach war Zürich das dominierende Team. Kamen die Memmingerinnen kaum aus dem eigenen Drittel. Und weiter war es vor allem die Paradereihe der Schweizerinnen, die Memmingens Torfrau unter Dauerfeuer nahm. Zürcher Chance der minimalen Schlusstreffer. Antje Sabautzki schickte Stürmerin Nicola Eisenschmidt auf die Reise. Diese setzte sich gegen Anna Rüdi durch und ließ auch Zürichs Torfrau Anna Van Hantalo keine Chance. Memmingens Torfrau Franziska Albe hielt ihr Team danach weiter im Spiel. Nach vorne ging zu wenig, selbst als Reika Steiniger. Nach diesem Foul an Eisenschmidt und auch dann Eva Schwärzler nach Foul an Martino für eine 5:3 Überzahl für Memmingen sorgten. Hier das Foul von Schwärzler. Achtung auf den Zweikampf an der Bande, der gleich unten rechts folgt. Hier. Dieser brachte sowohl Eisenschmidt für Memmingen als auch Taylor für Zürich eine 2-Minuten-Strafe. Taylors Strafe wurde erhöht, als sie ihren Schläger aus Brust in die Strafbankbox warf und durfte neben den 2 Minuten für die normale Strafe noch 10 Minuten zusätzlich auf der Bank sitzen. Im Mittelabschnitt traf dann zuerst Zürichs Kapitänin Christine Meyer ihre Gegnerin Tatjana Vogt. Ein schmerzhafter Schlagschuss, doch Vogt erholte sich, konnte auch am nächsten Tag gegen Salzburg wieder mitwirken. Memmingens zweite Importspielerin, Jessica Martino, traf dann bei einem Abwehrversuch den Puck nicht richtig und beförderte ihn außerhalb der Spielfläche.
2 Minuten Strafe wegen Spielverzögerung und sie schien die Folgen der sich anschließenden Strafzeit schon zu ahnen, denn wieder nur innerhalb von Sekunden nutzte Zürich diese Strafe aus. Isabel Weiderer durfte sich in der 34. Minute für das 3:0 feiern lassen. Das 3:1 natürlich, entschuldigen. Weniger erfreulich hier, durch diese Aktion wurde Zürichs Eva Schwärzler so schwer verletzt, dass sie das Spiel nicht mehr fortführen konnte. Im Schlussabschnitt holte Memmingen, ohne dass unser Kameramann es mitbekam, den 2-Tore-Rückstand auf, sodass es in die Verlängerung ging. Diese wurde entschieden, als sich hier Memmingens Lena Clement eine Strafzeit leistete, die Zürichs Kapitänin Christine Meyer zum 4:3 Siegtreffer ausnutzte, als sie einen Schlagschuss von Kili Koro unhaltbar zum 4:3 ins Memminger Netz lenkte. Da war es passiert. Zürich gewann das erste Supercup-Spiel mit 4:3 nach Verlängerung. Doch ob dieses Ergebnis Bestand haben wird, ist fraglich, denn wie schon erwähnt, Spielerin Sabrina Zollinger befand sich nicht auf dem Spielberichtsbogen. Zur besten Spielerin wurde auf Seiten von Memmingen dann Torfrau Franziska Albel gewählt. Auf Seiten der Zürich Lady Lions gebührte diese Ehre Melanie Häfliger. Nach dem Supercup-Auftakt für diese Saison, dem Spiel Zürich gegen Memmingen, stehe ich jetzt hier mit den beiden Trainern von Zürich, Daniela Diaz, und von Memmingen, Frieda Schüle. Genau, richtig den Namen gelernt. Fangen wir einfach mal an, Ladies First. Einfach deine Stimme zum Spiel oder deine Analyse, soweit du jetzt schon eine treffen kannst oder machen kannst. Ja, ich glaube, es war bei uns das erste Spiel jetzt von dieser Saison. Wir haben jetzt eigentlich das Team erst zusammen gehabt. Es ist das erste Mal jetzt auch trainieren als Team. Viele Verletzte, die nicht rum sind. Also wir haben viele neue eingebaut. Und das Fazit des Spiels war ein extrem lässiger Auftakt gewesen. Also der Auftakt hätte nicht besser sein, sehr emotionsvoll gewesen. Wir waren voraus 3-1, sie sind aufgekommen mit 3-3. Und wir haben schlussendlich den Match noch gewinnen und gefeitet. Und ich glaube, einen besseren Auftakt für die Saison gibt es nicht, von meiner Meinung nach. Was sagt der Trainer von Memmingen aus seiner Sicht? Ja, ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung nach diesen 3 Tagen, wo wir im Training sind, haben wir sehr hart gearbeitet. Und hat mit 4 Reihen gespielt. Ich bin rundum zufrieden. Mit so einem Auftakt gegen so eine Supermannschaft wie Zürich ist, die sind natürlich top besetzt. Die ersten 2 Reihen sind natürlich Europa ein bisschen, glaube ich, europaweit ziemlich weit vorne. Jetzt hatte Zürich. Zurück an dich die Frage. Letztes Jahr den Supercup verspielt, weil gerade am Anfang gegen Planet, glaube ich, war es, die entscheidende Niederlage passierte. Jetzt seid ihr diese Woche hier im Trainingslager. Nehmt das Spiel quasi aus dem Trainingslager. Aber jetzt die Frage, war das jetzt für dich mehr ein Vorbereitungscharakter noch oder seid ihr aus der Erfahrung vom letzten Jahr schon so weit gewesen zu sagen, wir bereiten uns schon auf dieses Spiel gezielt vor und wollen das auf jeden Fall gewinnen? An und für sich nicht. Also auf jeden Fall gewinnen. Auf jeden Fall, jedes Spiel, wo wir reingehen, wenn wir gewinnen. Vorbereitet an und für sich, wenn man Memmingen nicht kennt. Also von dem her ist es natürlich schwierig gewesen. Wir haben gewisse Spiele physisch sehr stark, also im Sinne von, wo die ganze deutsche Liga auch ist. Da haben wir letztes Jahr eben mit München schon die Erfahrung gemacht. Das ist eigentlich das, was wir mit reingenommen haben. Von letztes Jahr, eben, das war das erste Spiel gewesen, auch mit Super EWHL, dieses Jahr auch. Das ist, wie gesagt, letztes Jahr haben wir es verloren, dieses Jahr haben wir es in der Verlängerung können gewinnen. Es war wirklich ein optimaler Saisonauftakt gewesen, meiner Meinung nach. Und ich bin wirklich sehr stolz auf die Leistung von dem Team. Sind dir heute Sachen
aufgefallen, vor allem grundlegende Dinge, wo du weißt, da musst du jetzt noch bis zum richtigen Ligaauftakt in der Schweiz erst in 3 Wochen ist noch arbeiten? Auf jeden Fall. Das ist, das wäre ja tragisch, wenn es nicht so wäre. Also dann hätten wir, Cindy und ich, eigentlich nichts mehr zu tun. Also es ist sehr viel aufgefallen und das ist auch das, was schlussendlich motiviert und Herausforderung ist, als Trainer genau jetzt dort anzuknüpfen und diese Sachen besser zu machen. Und da freuen wir uns drauf. Die gleiche Frage an den Trainer von Memmingen. Auch wenn morgen bereits das nächste Spiel ist und nächste Woche schon das 3. Spiel, ist das jetzt noch Vorbereitung für die Liga oder ist das doch schon auch Wettbewerb? Ja, ganz sicher. Wir haben diesen EHL Cup nur als Vorbereitung, sehen wir das. Weil wir sind froh, dass wir gegen solche Top-Mannschaften spielen können und das bringt uns in der Liga vielleicht wieder einen Schritt weiter. Ja? Weil letztes Jahr hatten wir ein Vorbereitungsspiel auch, Gott sei Dank, gegen eine Schweizer Mannschaft. Und eins ist halt nicht genug. Und jetzt haben wir 3 oder 4 wirklich sehr, sehr gute auf sehr hohem Niveau Spiele und da können die Spielerinnen nur lernen. Das ist perfekt für mich. Für die Spielerinnen nicht. Ich habe es schon angesprochen, morgen ist schon gleich das nächste Spiel. Es sind keine 24 Stunden. Gibt es in der kurzen Zeit irgendwas, was man schon ändern kann? Ach ja, ich glaube, wir werden aus diesen Fehlern, wo wir heute gemacht haben, lernen. Und wenn wir anknüpfen an dem, was wir im letzten Drittel gespielt haben, ein einfaches Eishockey, was uns vielleicht in der momentanen Phase sicher zugutekommen wird, dann denke ich, müssen wir uns auch vor Salzburg und Wien und Planegg nicht verstecken. Und wenn wir auf Augenhöhe sind, dann ist das für mich okay. Dann wünsche ich beiden Trainern und ihren Teams eine gute, vor allen Dingen verletzungsfreie Saison. Die Damenkader sind meistens etwas dünner gesät und einfach so nachsortieren geht oder nachholen geht da nicht. Viel Glück und wir werden es bestimmt wieder im Laufe der Saison sehen. Dann können wir ja vielleicht mal ein Zwischenfazit schon ziehen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Okay.